Ich glaube, 2025 wird es ein Ende für die Klappenauspuffanlagen geben. Und warum ich diese Gedanken habe, das erzähle ich euch in diesem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Perfect Mile. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie bereits angeteasert, bin ich der Meinung, dass 2025 ein ganz schweres Jahr wird für die Hersteller von Klappenauspuffanlagen. Und warum ich diese Gedanken habe, will ich euch in diesem Video erzählen. Aber ich würde sagen, wir gehen dann einfach erstmal noch ein ganzes Stück zurück, um zu sehen, wie die Entwicklung die letzten Jahre waren. Und zwar würde ich im Prinzip anfangen mit dem Euro 3 bei Harley-Davidson Motorrädern. Und zwar bei Euro 3 würde ich mal behaupten, haben wir immer noch den besten Sound von der Qualität her im Vergleich zu Euro 4 und Euro 5, was es aktuell jetzt gibt. Und Euro 3 gab es quasi bis Ende 2016. Und ab 2016 bzw. ab 2017 wurde Euro 4 eingeführt bis Ende 2020. Ursprünglich sollte es Ende 2019 zu Ende sein mit Euro 4 und ab 2020 sollte dann Euro 5 gelten. Aber aufgrund von Corona wurde das Ganze dann halt nochmal verschoben um ein Jahr und ab 2021 gilt dann quasi ganz offiziell Euro 5. So, jetzt sind wir wieder aber bei Euro 3, welches bis 2016 galt. Und wie gesagt, also Euro 3 hatte nach wie vor noch bei Harleys mit einem Klappenauspuff nach wie vor noch den besten Sound im Vergleich zu den anderen Euro-Normen. Das lag daran, dass wir quasi andere Abgasvorschriften hatten. Dementsprechend waren auch die Katalysatoren etwas kleiner und dadurch konnte man einen lauteren Sound auch hinbekommen. Bei den Klappenauspuffanlagen, welche automatisch regulieren, wie sage ich mal Jekyll and Hyde, Questec, Pencil etc., gab es ein Messverfahren bei Euro 3, welches den Sound quasi in dem Geschwindigkeitsbereich zwischen 50 und 80 reguliert hat. Das bedeutet, wenn man im Geschwindigkeitsbereich zwischen 50 und 80 km/h war, wurde das Motorrad automatisch leise. Das heißt, die Klappenauspuffanlage hat die Klappe geschlossen und dann war das Motorrad leise. In den anderen Bereichen, also sprich unter 50 km/h und über 80 km/h, war die Auspuffanlage quasi wieder offen und man hatte den typischen Harley-Sound. Und das war natürlich eine tolle Sache für alle Leute, die auch ganz legal auf der Straße unterwegs sein wollen. Es gibt natürlich auch andere Klappenauspuffanlagen, die manuell gesteuert werden. Diese sind aber, sag ich mal, in jedem Bereich sind die nicht zulässig auf der Straße. Das heißt, nur wenn du stehst und wahrscheinlich auch nur auf Privatgrundstück, kannst du die Klappe aufmachen. Im Straßenverkehr ist diese Klappe immer geschlossen zu halten. Und das ist halt der Vorteil von einer automatisch regelnden Klappenauspuffanlage, wie zum Beispiel Jekyll and Hyde. Die regelt das alles automatisch, die erkennt, in welchem Drehzahlbereich du bist, in welchem Gang du dich befindest und wie schnell du fährst. Und regelt das automatisch, sodass du die Klappe quasi, wenn du losfährst, aufmachen kannst und immer legal unterwegs bist. Viele hat das natürlich auch gestört, dass die Klappenauspuffanlage dann zwischen 50 und 80 halt leise wird und haben das Ganze dann wieder manipuliert, damit die Klappe immer offen bleibt. Was aber nicht der Sinn von einer legalen Klappenauspuffanlage ist, weil in dem Moment, wo du manipulierst, bist du wieder komplett illegal unterwegs und dann macht es auch irgendwie keinen Sinn, sich so eine Anlage drauf zu montieren, die 3000 und mehr kostet. Wenn du dann quasi eh illegal unterwegs bist, dann kannst du dir auch einfach nur zwei Rohre nehmen für 100 Euro, die auf dein Motorrad dran schrauben und bist genauso illegal unterwegs. Aber wie gesagt, zwischen 50 und 80 hat die Klappe geschlossen und das war ein relativ großer Bereich, in dem die Klappe schließt. Das ist ein bisschen nervig gewesen bei Euro 3, aber vom Sound her, wie gesagt, hatten wir immer noch den besten Sound bei den Euro 3 Motorrädern, speziell jetzt was Harley-Davidson betrifft. Dann ab 2017 kam Euro 4 und man war sich immer am Anfang auch nicht ganz klar, wie wird das Ganze geregelt. Es gab viel Unsicherheit am Markt, werden die Hersteller das hinbekommen, werden sie es nicht hinbekommen und am Ende ist es dann so gewesen, dass quasi die Abgasvorschriften
noch mal ein bisschen strenger wurden. Das heißt, es wurden etwas größere Katalysatoren verbaut und das Messverfahren wurde auch noch mal geändert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wurde es meiner Meinung nach sogar zum Positiven geändert. Weil wir haben nicht mehr diesen Bereich zwischen 50 und 80 km/h, sondern wir haben den Bereich von 50 km/h. Das bedeutet, das Messverfahren gilt, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich nicht hundertprozentig korrekt bin, aber es gilt bei 50 km/h, bei halber Nenndrehzahl im dritten oder vierten Gang. Und bei mir ist das im vierten Gang. Bei 50 km/h, wenn ich ein, zwei Sekunden diese Geschwindigkeit erreiche im vierten Gang, dann schließt meine Klappe, fahre ich ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, öffnet die Klappe wieder. Und in allen anderen Gängen haben wir die Klappe immer offen. Das bedeutet, wenn ich im ersten, zweiten, dritten Gang 50 fahre, ist die Klappe immer offen. Fahre ich im fünften und sechsten Gang 50, ist die Klappe immer offen. Das bedeutet, bei mir schließt die Klappe tatsächlich nur im vierten Gang bei genau 50 km/h. Wenn ich dann ein, zwei Sekunden diese Geschwindigkeit halte, dann schließt meine Klappe. Und ich finde, dieser Bereich ist so minimal und hat sich meines Erachtens wesentlich verbessert im Vergleich zu Euro 3. Das bedeutet, meine Klappe bei Euro 4 bleibt wesentlich länger offen, als sie noch bei Euro 3 offen war. Dadurch, dass wir aber strengere Abgasvorschriften haben, haben wir natürlich auch ein bisschen größere Katalysatoren verbaut. Und das bedeutet, durch größere Katalysatoren haben wir auch ein bisschen dumpferen Sound, was jetzt noch nicht mal schlimm ist, weil dann klingt das nicht so blechern, sondern dann hast du einen schönen tiefen, bassigen Sound. Und meiner Meinung nach klingt das wirklich gut bei Euro 4. Und das Messverfahren, das es genau bei 50 regelt, ist auch optimal. So, und dann kommen wir jetzt 2021 zu Euro 5. Und was wurde 2021 bei Euro 5 eingeführt? Und zwar wurde dort eingeführt, dass wir noch ein bisschen strengere Abgasvorschriften haben, aber keine Änderungen, was das Messverfahren für die Lautstärke angeht. Das bedeutet, bei Euro 5 wurden zweimal zwei Katalysatoren eingebaut. Also das bedeutet, für jedes Auspuffrohr wurden zwei Katalysatoren eingebaut. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum Euro 5 leiser ist. Nicht, weil die Norm es vorschreibt, dass es leiser wird, sondern aufgrund der Abgasvorschriften und der Katalysatoren wird das Motorrad einfach leiser. Dadurch, dass wir halt die doppelte Anzahl an Katalysatoren verbaut haben. Das ist der einzige Grund. Und das Messverfahren ist nach wie vor das gleiche geblieben wie bei Euro 4, was die Lautstärke angeht. Da hat sich also auch in diesem Sinne gar nichts geändert an dieser Situation. Und das ist auch gut so. Und jetzt wird es wirklich spannend. Denn jetzt ab 2024 gilt die Norm Euro 5 Plus. Und was das Plus beinhaltet, ist quasi eine Erweiterung von Euro 5. Das bedeutet, die Abgasvorschriften sind noch die gleichen wie bei Euro 5. Aber das Messverfahren hat sich geändert. Und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel OBD2, was jetzt bei Autos, sag ich mal, gang und gäbe ist, wird jetzt auch bei den Motorrädern soll das eingeführt werden. Und wie gesagt, aber das Messverfahren für die Lautstärke von Motorrädern, dieses Messverfahren hat sich ab 2024 geändert. Und zwar gilt das für alle neu homologierten Fahrzeuge, die ab 2024 auf den Markt kommen. Also noch einmal, dieses neue Messverfahren bei Euro 5 Plus gilt für alle neu homologierten Fahrzeuge, die 2024 auf den Markt kommen. Diese müssen die ganzen Voraussetzungen bereits erfüllen, sprich diesen OBD2-Anschluss müssen die haben und die müssen halt auch die Lärmvorschriften einhalten für alle neuen Fahrzeuge. Die alten Fahrzeuge, die 2023 schon auf dem Markt waren, jetzt von Harley-Davidson, die jetzt quasi 2024 einen neuen Anstrich nur bekommen, also sprich eine neue Farbe. Für die Fahrzeuge gilt das nicht. Also es gilt nur für die Fahrzeuge, die jetzt quasi neue Modelle sind, die auf den Markt kommen ab 2024. Aber ab 2025 gibt es auch keine Übergangsfrist mehr. Das bedeutet, jedes Fahrzeug, egal ob es
schon früher homologiert wurde oder erst 2024. Jedes Fahrzeug, welches 2025 zugelassen wird, muss die Euro 5 Norm bestehen. Und das, meine Freunde, wird bedeuten, dass wahrscheinlich die ganzen Altbestände entweder abverkauft werden oder aber als Tageszulassung bei den Händlern dann in den Verkaufsräumen stehen werden. Und ich bin sicher, dass die Preise sich nicht ändern werden, weil es einfach ein älteres Modell ist und eine Tageszulassung hat, sondern ich glaube, die Preise werden extrem stabil bleiben. Und ich sage euch auch, warum ich das glaube. Und zwar, das neue Messverfahren bei Euro 5 Plus sieht vor, dass die Lautstärke eingehalten wird in jeder Gasgriffstellung. Also nicht nur bei einer bestimmten Drehzahl, sondern in jeder Gasgriffstellung. Das neue Messverfahren sieht vor, dass das Motorrad leise ist in jedem Gang. Also nicht nur in einem bestimmten Gang, sagen wir mal dritte oder vierte Gang. Nein, es sieht vor, dass das Motorrad leise ist in jedem Gang. Also sprich erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, Motorrad muss leise sein. Und das neue Messverfahren sieht vor, dass das Motorrad leise ist in jeder Geschwindigkeit. Von 0 bis 100 km/h. Das bedeutet, der Bereich, in dem das Motorrad leise sein muss, ist extrem groß. Er fängt bei 0 an oder bei 1 km/h und geht bis 100 km/h. So, und jetzt frage ich mich persönlich, wie soll dieses System technisch ausgehebelt werden, wenn jeder Geschwindigkeitsbereich bis 100 km/h, jeder Gang leise sein muss und jede Gasgriffstellung leise sein muss. Wie soll dieses System mit einer elektronisch geregelten Klappenauspuffanlage geregelt werden? Für mich gibt es da eigentlich gar kein Schlupfloch, wo man da was reinprogrammieren könnte, damit man etwas da in diese Richtung umgeht, außer dass man sagt, okay, du kannst dir eine Klappenauspuffanlage kaufen und die dran schrauben und ab 100 km/h kannst du Gas geben und dann wird es laut. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir kaufen uns noch eine Harley Davidson, unter anderem auch wegen dem geilen Sound, weil wir das lieben, quasi gemütlich auf den Landstraßen umherzufahren und den Sound zu genießen und die Natur zu genießen. Und wir wollen unser Motorrad auch spüren und hören und das nicht nur erst ab 100 km/h, wie wenn wir quasi auf der Autobahn sind. Weil ich persönlich auf der Autobahn auf längerer Strecke mache sogar meine Klappe zu oder mache sie nur auf halbe Stellung auf, weil das dann ein bisschen nervig wird, wenn es zu lange zu laut ballert und ich fahre quasi nur auf Landstraße fahre ich quasi mit offener Klappe und da gefällt mir der Sound auch. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, ich glaube, es werden Klappenauspuffanlagen rauskommen, aber diese werden meiner Meinung nach ab 100 km/h erst aufmachen und darunter wird es sehr wahrscheinlich keine Möglichkeit geben. Und dann ist ja die Frage, bin ich bereit, 4.000, 5.000 Euro für einen Klappenauspuff auszugeben, den ich zu 95%, wenn ich unterwegs bin, nicht höre? Ich glaube, es wird schwer. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr darüber denkt, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr auch andere Insights zu diesem Thema und könnt mich da gerne nochmal updaten, falls ihr mehr wisst. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird schwer ab 2025. Und ein Vorteil wird es natürlich haben. Alle Motorräder, die zugelassen sind bis 2024, die werden nach wie vor ihren Preis relativ gut halten, weil da darfst du halt noch die Klappenauspuffanlage benutzen, so wie wir sie alle kennen bisher. Und ja, das ist ein Vorteil, wenn du es verkaufen willst. Aber ja, wie gesagt, wenn du danach was anderes kaufst, kriegst du soundtechnisch halt einfach nichts Besseres. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten. Macht's alle gut. Ciao.